Hallöchen, wieder bei Days Gone. Okay, wir sollen Bunker suchen. Und gucken wir mal. Na bitte. Liegt aber noch bestimmt noch irgendwas rum, ne? Nö, wie immer. Ja, mal sehen hier. Klar, jetzt muss ich hier runter, ey. Schön. Das riecht geil aus. Was haben wir denn hier? Ah, schade, da kann ich nicht dran. Ah, hier ist auch nichts. Drüben sind Sachen. Hallo, eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Okay. Ui. Oh. Was ist das denn? Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Kommt wenn hier was. Nix. Warten mal. Keine gelagert. Wie kann ich denn hier lagern? Okay, Feuerwaffen. Okay, das ist die. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Zufällig? Okay, alles klar. Dann kommen wir hier wieder raus. Jo, danke. So. Einmal rausgehen, bitte. Danke. Okay. Bin da. Baseballschläger. Hey, Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und... Zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielst eine Rolle wie? Gegen Ende. Oh, scheiße, war das anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Ist es nur... Ich drehe allmählich durch, Dick. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Oh, Scheiße. Ich muss fitter werden. Einmal schnell heilen hier. Kann man noch nachladen? Nee. Mitten beim Klettern kann man noch nicht nachladen. Aber ich glaube, das ist normal. Ach, komm schon. Na, los, mach weiter. Fast. Fast geschafft. Oh, die Scheiße bringt mich um. So. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem Berg da. Aber das mal mit. Neue Fähigkeit. Erstmal. Kann man denn hier jetzt. Kann man nichts machen? Schade. Warte mal, wie war das jetzt? Okay. Okay. Gehen mal mit. Mein Bike. Irgendwo da unten, ne? Die liegen ja noch da, aber wo ist meine Handfeuerwaffe? Eine gute Handfeuerwaffe. Schade, die ist jetzt weg. Schade.
Vielleicht, oder? Warte mal, vielleicht ist es auch nur der Singapur. Okay, warte, ich gucke jetzt gleich mal nach. Erstmal, ach. Absteigen bitte. Absteigen, habe ich gesagt. So, einmal. So, dann guck ich mal, ob ich noch einen Filter finde. Filter. Hier ist kein. Aber nichts. Haben wir hier eigentlich überhaupt hier noch was? Hier haben wir noch was liegen. Da hinten haben wir auch noch was. Kann ich hier was rausnehmen? Nee. Hier. Munition. Munition ist immer gut. Schade, dass kein Filter da ist. Aber nicht schlecht. So, dann fahren wir mal los. Okay. St. John an Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wiederhergestellt. Verstanden. Du findest es vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cope. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja. Ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Scheiße, was sagst du getan? Bushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Okay, alles klar. Hier lang. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen. Oh. Die ganze Zeit durch die Gegend. Aua. Ich muss nachladen. Ja, komm schon, komm schon. Komm schon. Tömi, Tömi. Runter. Schnell heilen. Okay, ja. Von wo? Okay, die haben ziemlich gute Waffen. Also einfach mal so durchsuchen, bitte. Danke. Bushman, du hast recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Wo ist der hin? Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Die Ende. Ah, Mist. Okay, das wird nicht einfach. Bushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Okay, können wir uns jetzt wenigstens anschleichen. Hab ich dich. Ausschalten! Feuer! Feuer! Oh, ey, alter Schwede. Das ist mal hart.
Okay, alles klar. Bushman, bist du wach? Ich fahr jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingelistet. Ja, das war auch der Plan, Dicken Ende. Mach ihn fertig! Okay, man kann auch vom Weiten sehr gut schießen, das ist sehr gut. Ah, das mit den Heilen, das ist schon krass, ne? Komm, hoch, komm. Oh, wo? Der Troller lebt immer noch. Ja, komm. Das war der letzte. Sehr gut. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Yes. Straßenräuber. Scheiße, ich hätte besser aufpassen sollen. Yes. Munition will ich haben. Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden herum. Nee, danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Bushman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Busa-Ende. Das war's. Sehr schön. Wo ist hier noch was? Wo ist hier noch was? Was nehmen wir auch noch mit? Ja, ich muss was machen. Denkfalle. Sind hier noch was? Wird's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Bose. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Mama, wie war das jetzt mit Herstellen? Okay. Da kann ich jetzt wieder was einsammeln, wenn ich wieder herstellen kann? Dass Drifter in mein Camp kommt und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deke. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Nutzer diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Dann ist die Frage, wo ich lang muss. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Okay, nee, warte. Was ist das jetzt hier? Ja, wo bin ich denn? Ich bin hier, okay. Friedhof, ja genau, da wollen wir dann hin. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Usa, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist.
bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Dick. Nein, Dick. Bis Abend. Ich bin wieder früh zu den Nestern. 381. Ein Massengrab. Ich vergesse mal die Nachsendungen. Bei Leichen von Ihnen 13 Meter. Und überwache. Das war mehr, aber sie sind nicht so stark. An den Gestank gewöhnt man sich nie. Hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Usman, nein. Du weißt ja. Wir trauen voll ausgeschlossen. Ja, ich weiß. Ich habe um keine Ahnung, ich kann es auf der Höhe. Ist aber dein Verletzungsgrund? Gar nicht mehr ins Telefon. Ja. Schätze, die haben wichtiger aus. Weil ich um Alvarez. Okay? Dick. Das wäre mir echt wichtig. Ja. Das würde ich aus. Liegen Ende. Ich weiß, am Anfang haben wir es verbockt. Die Deponie hier zu planen, stand drüben bei 13 Alpha. Okay, alles klar, dann zum nächsten Auftrag. Oder? Weißt du noch, wie ich argumentieren musste, um den Platz hier als Plan B zu behalten? Was soll jetzt hier sein? Den hat er getötet. Warum fragst du? Das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen Cope? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Manche Menschen kämpfen für eben dieses Land nur um. Okay. Was haben wir hier passiert? Was ist hier passiert? Die ausplündern. Ah ne, das waren wir doch, oder? Wir müssen da. Tja, jetzt sind wir alle obdachlos. Leben in der Wildnis, wie es unsere Vorfahren waren. Die Regierung dachte, wir brauchen hier schon. Das nehmen wir natürlich mit. Und wir zeigen ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das konnten sie uns niemals geben. Und ihr? Wollt ihr unser Vertrauen? Dann verdient es euch. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann, das habe ich nur getan. Alles klar. Ja, heilen. So. Soll er denn jetzt hier sein? Soll da irgendwo einer sein, ne? Muss er doch der sein. Okay, warte mal. Mein Bike. So. Hier muss er ja irgendwo sein, ne, eigentlich. Ja. Ja, das muss doch der sein, oder nicht? Ah, jetzt wird er angezeigt. Jetzt hab ich dich. Da ist er. Okay, wir holen uns selbst. Über da hin. Das ist er. Oh, Scheiße! Was zum... Du dachtest also, du fährst in Copelands Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Erläuterung, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Sonst wärst du nur ein Kampf. Scheiße, Drifter! Arbeitest du komplett? Ja? Verdammt! Ja, komm schon. Alles klar, komm. Verdammt! Ich hab ihn fast! Yippie!
Yes. Was hast du? Du mieser Scheißkerl! Nein! Tja, Cobb sieht das nicht so gerne. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, hm? Wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copland! Du Arschkriecher! Was bist du? Ein Arschkriecher! Perfekt. Was Neues frei. Das sieht da schön aus. Cope, es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Lebt er noch? Hey, Drifter! Ja, noch lebt er. Aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Okay, dann muss ich sagen, dann ist die Folge erstmal wieder beendet. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.